Indiana, Ohio, Pennsylvania, dann New Jersey. Weißt du, vielleicht liegst du mit deinem Massaker ja total falsch. Wie kannst du überhaupt sicher sein, was heutzutage noch den Zorn Gottes hervorruft? Es gab mal Zeiten, da kam man schon in die Hölle, nur weil man freitags Fleisch gegessen hat. Aber die Todsünden bleiben gleich. Jemanden, der gegen die Gebote verstoßen hat, den rieche ich schon aus einer Meile Entfernung. Wollen wir wetten? Oh ja, wetten. Du schuldest mir heute noch $10 wegen der Wette, welcher Film mehr Erfolg haben würde. E.T. oder Crush Groove? Weißt du was? Leck mich. Das wird sich nämlich erst noch rausstellen. Was willst du mir damit unterstellen? Etwa, dass ich es nicht mehr so bringe? Unterstellen? Gar nichts. Ich sage es dir ganz offen. Da, der da. Da ist schon einer. Ja und? Die knutschen. Ehebruch. Ehebruch? Ehebruch. Ach, du hast wirklich ein schlichtes Gemüt. Habe ich nun recht, oder was? Nun, ich kenne rein zufällig die Wahrheit, aber ich werde sie dir nicht verraten. Ich will sehen, wie sauber du noch arbeitest. Was hast du für Beweise? Er trägt einen Ehering. Und es könnte nicht sein, dass er mit ihr verheiratet ist? Kein verheirateter Mann küsst seine Frau so wie der da. Oh Gott. Ich bin heilfroh, dass du nie geschworen an einem wichtigen Verfahren warst. Das kannst du mir glauben. Kein verheirateter Mann küsst seine Frau so wie der da. Bist du stoned? Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie verheiratet? Wieso? Ich bin nur neugierig. Was glaubst du? Was ist? Mit ihr? Was? Sind Sie mit ihr verheiratet? Das geht dich zwar einen Scheißdreck an, aber nein, bin ich nicht. Warum? Whose house? Run's house. I said, whose house? Run's house. Whose house? Say what? Run's house. Say what? Ma-Ann. Ma-Ann, how you big?